Genau, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also an wen richtet sich eigentlich das Seminar? Ja, im Grunde an jeden Gärtner, an jeden Betriebsleiter, aber auch an jedes Teammitglied, das Gefühl hat, dass in ihrem Betrieb noch Möglichkeiten sind, wirksamer arbeiten zu können. Ich benutze ganz ungern das Wort Effizienz, weil das einfach in ja, dem Bereich, wo ich tätig bin, ist einfach ein Erfahrungswert von mir, dass das in Gesprächen mit anderen Gärtnern oder Solabis oft so negativ konnotiert ist, dieses Wort Effizienz. Ändert sich gerade ein bisschen, finde ich. Finde ich auch gut, dass sich das ändert, weil Effizienz an sich ja nichts Schlechtes ist oder nichts Negatives ist. Die Frage ist immer, was machen wir mit der gewonnenen Zeit oder warum wollen wir effizienter arbeiten? Und welche Ziele verfolgen wir damit? Und da werde ich gleich im Detail nochmal drauf eingehen, weil das für mich der wichtigste Punkt bei diesem ganzen Thema Lean Farming ist, die Intention dahinter und die Ziele, die wir damit verfolgen. Eine sehr einfache Methode, die wirklich jeder Betrieb anwenden kann, auch völlig unabhängig von der Betriebsgröße, also diese Prinzipien, von denen ich jetzt dann gleich spreche, die lassen sich anwenden für Kleinstbetriebe mit einer Person, aber auch auf Großbetriebe mit mehreren hundert Mitarbeitern. Und die Größe spielt dabei wirklich keine Rolle. Die Prinzipien sind komplett übertragbar. Erstmal ganz kurz zu unserem Betrieb, der Biotop Oberland EG. Wir sind eine also ich nenne es lieber gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Solidarische Landwirtschaft ist deckungsgleich. So schaut das Ganze im Sommer aus, von oben. Das Bild ist nicht mehr ganz aktuell. Wir haben mittlerweile 6 Gewächshäuser. Wir haben letztes Jahr nochmal 3 dazugebaut. Ansonsten ist das aber eigentlich der Stand der Dinge. Und vielleicht ganz kurz zu den Eckdaten. Wir haben eine Freilandfläche von ungefähr 1,5 Hektar, die wir bewirtschaften. Wir haben 1500 Quadratmeter Gewächshäuser. Und wir bauen so ziemlich alles an, was wir ja bei uns hier im Isartal anbauen können. Zu den finanziellen Zahlen. Wir haben letztes Jahr mit dem Eigenanbau ungefähr 225.000 Euro erwirtschaften können an Umsatz. Dazu ist zu sagen, dass das nur 75% unserer Gemüsemenge ist. Unser Team besteht mittlerweile aus 8 Personen. Wir sind da ein bisschen anders aufgestellt als viele anderen Gärtnereien. Und zwar arbeitet bei uns niemand in Vollzeit. Wir haben alle Teilzeitstellen. Wir haben 2021, also dieses Jahr, ein Lohnmodell beschlossen. Zusammen mit dem Team haben wir das erarbeitet. Können aktuell die Löhne zahlen, die da jetzt eben stehen, 15 Euro für eine Aushilfe und für die fachausgebildeten Gärtner, also inklusive mir, ist das Ganze gestaffelt nach Verantwortungsbereichen und da sind wir bei 16 bis 20 Euro ungefähr pro Stunde, was wir aktuell zahlen können. Klar ist für uns aber auch, dass das noch nicht unsere Zielgröße ist. Also wir sind sehr zufrieden damit, wir können davon alle leben, aber die Zielgröße, die wir uns im Team wünschen, ist, dass wir den Durchschnittslohn unseres Landkreises bekommen. Ja, wir sind beim Thema Lean Farming. Und Lean Farming lässt sich am besten mit der Frage beschreiben, was können wir eigentlich streichen, damit wir dasselbe Ergebnis erreichen? Für mich der allerwichtigste Punkt bei diesem Thema Lean Farming oder Lean Management allgemein. Das Ganze hat auch manchmal ein bisschen einen negativen Hauch. Es kommt ja ursprünglich, glaube ich, aus der Automobilbranche, das Thema Lean Management. Und es ging traditionell natürlich darum, die Zahlen zu verbessern, also um eine Umsatzsteigerung mit minimalem Input maximal viel rauszuholen. Genau, von Toyota, danke. Und das ist das, was mich auch etwas irritiert hat, wo ich mich näher mit dem Thema beschäftigt habe. Aber es muss ja nicht so sein. Also, was wir mit dem Ergebnis machen, das entscheiden wir als Betrieb oder als Team komplett selber. Also, es geht nicht darum, schneller zu arbeiten oder hektischer zu arbeiten oder gestresster zu arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen eigentlich in Ruhe arbeiten können, konzentriert arbeiten können, indem wir eben Dinge weglassen, die nicht notwendig sind und dann eben in oft kürzerer Zeit dasselbe Ergebnis erreichen. Mit schlanken Strukturen kann sich auch ein Gärtner in der Saison mal ein bisschen ausruhen. Deswegen glaube ich, ist es oft ein Trugschluss zu meinen, wenn ich mehr arbeite, schaffe ich auch mehr.
Also ich bin da eigentlich vom Gegenteil überzeugt. Genau, und deswegen glaube ich, dass diese Prinzipien extrem wichtig sind, wenn man das Ganze langfristig machen will und auch in 20 Jahren noch motiviert und gesund und mit Kraft auf dem Acker stehen will. Ja, übergeordnete Ziele bei dem ganzen Thema ist eben das Gefühl von Wirksamkeit. Ich finde, das ist ein viel schönerer Begriff als Effizienz, weil ich denke, dass jeder mit der Vorstellung was anfangen kann, dass die Energie und die Zeit, die Lebenszeit, die ich in die Arbeit investiere, auch zu einem bestmöglichen Ergebnis führen soll. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, was man mit Lean Farming erreichen kann, wenn man es schafft, durch diese Prinzipien so 30 Minuten Arbeitszeit am Tag einzusparen, also wenn drei Arbeitskräfte da sind, sind es ja nur 10 Minuten pro Tag, dann ist es hochgerechnet übers Jahr schon 125 Stunden beziehungsweise 4 Arbeitswochen, die man sich allein dadurch spart. Und genau diese Zeit können wir dann nutzen zur wichtigsten Methode im Lean Farming. Die 5S-Methode, so nennt sich das Ganze, basiert eben auf 5 ganz einfachen Prinzipien oder Ansätzen. Der erste ist, ich sortiere aus, danach systematisiere ich, dann säubere ich standardisiere und das Ganze will ich dann auch noch dauerhaft aufrechterhalten. Ja, aussortieren ist nichts Kompliziertes, eigentlich sehr einfach. Was mache ich beim Aussortieren? Ich trenne mich von Dingen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und ich weiß, dass das so eine kleine Schwäche unter uns Gärtnern ist, dass man gerne Dinge aufhebt, weil man sie vielleicht doch irgendwann noch brauchen könnte. Aber das halte ich für einen essentiellen Schritt in den allermeisten Gärtnereien, erstmal zu gucken, was brauche ich hier eigentlich und was kann weg. Der zweite Schritt ist das Systematisieren. Und dabei gibt es ein ganz einfaches Prinzip. Die Arbeitsmittel, die Werkzeuge, die Maschinen sollten sich, wenn möglich, immer da befinden, wo ich sie auch wirklich brauche. Ich gebe dazu gleich noch ein Beispiel, wie man das machen kann. Das sind ganz einfache Möglichkeiten. Da zum Beispiel von uns aus dem Betrieb. Eigentlich sieht man auf den Bildern ganz viel. Noch ein Beispiel zum Punkt Systematisieren. Das ist unser Lagerplatz für unsere Fliese. Der ist im Trockenen. Noch ein Beispiel dafür, dass die Dinge dort sind, wo man sie braucht. Das Säubern ist ein total wichtiger Schritt, weil die Ordnung, die man sich dann mit viel, ja, Hirnschmalz und Zeit geschaffen hat, auch schnell wieder verloren geht, wenn man sich praktisch nicht an dieses Prinzip hält. Wir haben dann zusätzlich auch ein ganz einfaches Mittel, Reinigungspläne bei uns im Betrieb. Ja, das Thema Standardisieren ist deutlich umfangreicher. Ein Standard können verschiedene Sachen sein. Also zum einen ist es die Frage, wie organisiere ich einen Arbeitsprozess, einen Arbeitsablauf, also zum Beispiel die Tomatenpflege. Ein Standard kann aber auch sein, dass wir eben, wie ich es vorhin angesprochen habe, markieren, wo befinden sich Werkzeuge, wo befinden sich Abstellorte. Und ein Standard ist auch eine Verantwortlichkeit zu definieren. Ja, auch das ist ein ganz einfacher, simpler Standard. Wir haben zum Beispiel bei uns in den Gewächshäusern die Beete durchnummeriert, Beete 1 bis 6. Und es kam immer wieder die Frage auf, ja, wo ist denn jetzt Beet 1? ganz simple Frage, aber kann zu ganz doofen Fehlern führen. Und deswegen ist einfach an die Ecke hier Beet 1 gesprüht und es weiß jeder, okay, hier ist das erste Beet und dann zählt man in die Richtung nach oben. Der Standard, von dem ich am meisten begeistert bin bei uns im Betrieb, war, glaube ich, die absolut simpelste Lösung überhaupt. Ja, Selbstdisziplin und ständiges Verbessern, das klingt so ein bisschen straff, ist es aber eigentlich gar nicht. Das Ganze funktioniert wirklich nur dann, wenn wir das täglich im Betrieb leben, wenn sich da auch eine Kultur entwickelt, auch im Team, die das mitträgt. Die da auch Spaß dran hat, diese Optimierungsprozesse umzusetzen, die das auch genießt, wenn man so in diesen Flow kommt, wo es einfach läuft und man wirklich das Gefühl hat, boah, heute geht richtig was. Oder auch ein Punkt ist, diesen 5S-Zyklus eben nicht nur einmal zu durchlaufen, sondern das Ganze regelmäßig zu machen. Das Thema Selbstreflexion, Hansei wäre der japanische Begriff dafür. Ist elementar wichtig, wenn man dieses Lean Farming Prinzip oder diese Prinzipien bei sich im Betrieb umsetzen will, weil das Ganze funktioniert nur dann, wenn man es selber vorlebt. Und wenn man sich selber reflektiert,
Das war jetzt mal in aller Kürze die 5S-Methode, wie wir sie im Betrieb anwenden. Genau, die Frage war, habt ihr von Anfang an mit Teilzeitstellen gearbeitet oder gab es am Anfang Vollzeitstellen? Nee, wir haben von Anfang an mit Teilzeitstellen gearbeitet. Und vielleicht jetzt da auch noch ein Satz dazu. Das war auch mit ein Grund, warum uns dieses Lean Farm Prinzip so umgetrieben hat, weil wir gemerkt haben, mit so viel Teilzeitkräften können wir nur dann gut zusammenarbeiten, wenn wir definierte Standards haben, an die sich jeder hält, weil sonst bist du nur noch am Kommunizieren, und übergeben. Und deswegen waren wir praktisch schon dazu gezwungen, uns so zu organisieren. Und zwar haben wir ja vorhin gesagt, dass Lean Farming, der Grundgedanke dahinter ist eigentlich zu schauen, wo habe ich Einsparungspotenzial im Betrieb, also wo entsteht eigentlich Verschwendung von Zeit. Und im Grunde gibt es da sieben Arten, denen sich das alles zuordnen lässt. Und ich greife jetzt einfach mal ein paar davon raus, um sich das beispielhaft an einem gärtnerischen Betrieb anzugucken. Aber sehr relevant in der Gärtnerei ist auf jeden Fall das Thema Transport. Es wird da viel hin und her bewegt. Und deswegen findet man da auch jede Menge Einsparpotenziale. Und die Beispiele, die ich jetzt hier habe, die sind explizit. Das Ganze ist natürlich wesentlich schwieriger umzusetzen, wenn man einen etablierten Betrieb hat, wo die Struktur halt im Grunde schon im Großen und Ganzen festgesetzt ist. Aber auch da, finde ich, lohnt sich's auf jeden Fall, sein Layout nochmal zu überdenken und vielleicht sich doch nochmal die Zeit zu nehmen, was umzustrukturieren. Also Unterschied Transport und Bewegung. Der Transport ist der Transport von Gütern oder Dingen und Bewegung ist die Bewegung von Mitarbeitern, Teammitgliedern. Also Handbewegungen, Handgriffe ist damit gemeint. Also das sind Dinge, die muss man sich wirklich im Detail angucken, die muss man sich im Team auch zusammen angucken, sich überlegen, wie könnten wir das besser machen. Und das Ganze rentiert sich aber. Ich habe es für die, wo kommt das? Na genau, ich habe es für die Tomaten mal durchgerechnet. Bei uns im Haus, da stehen 440 Pflanzen drin. Also kein sonderlich großes Haus, gibt mit Sicherheit noch viel größere. Und dadurch, dass wir uns den Prozess mal angeguckt haben, haben wir ungefähr 5 Sekunden pro Pflanze einsparen können. Was bedeutet, dass es pro Pflegedurchgang ungefähr 36 Minuten Ersparnis sind, die wir dadurch haben. Und ja, wir sind da bestimmt eine halbe Stunde gestanden und haben uns überlegt, wie wir die Tomatenpflege optimieren können. Aber diese halbe Stunde Zeitinvestition, die hatten wir ja sozusagen beim nächsten Pflegedurchgang dann locker schon wieder drin. Und wenn man sich überlegt, wie oft man die Tomatenpflege machen muss in der Saison, rentiert sich das allemal, sich die Zeit wirklich zu nehmen. Wo ich ein bisschen mehr drauf eingehen will, ist das Thema Überproduktion. Also es geht im Endeffekt darum, dass wir in der Gärtnerei die ideale Menge rausfinden sollten. Und es ist für uns natürlich ein Riesen-Benefit, weil wir da vorher Zeit, Geld, und Energie in den Anbau von Kulturen gesteckt haben oder Gemüsemengen gesteckt haben, die unsere Mitglieder eigentlich gar nicht honoriert haben. Wo wir auch einen Schwerpunkt drauf setzen, ist der Punkt, also ich habe es hier jetzt mal High-Value-Crops genannt, Kulturen, die wir mit unseren Gegebenheiten in unserem Kontext wirklich gut beherrschen. Genau, das einfach mal als Anregung dazu, sich Gedanken zu machen, ob man nicht eigentlich mehr Aufwand betreibt, als eigentlich notwendig ist. Das ist das Thema Überbearbeitung. Das geht im Grunde in eine ähnliche Richtung. Also mehr höhere Qualität als vom Kunden oder vom Mitglied wertgeschätzt wird. Und wir haben dann herausgefunden, dass wir eigentlich viel gründlicher waschen, als wir waschen müssen. Und mittlerweile sind wir da relativ pragmatisch. Das ist sicherlich in anderen Kontexten anders, wenn man an Großhandel liefert oder eine sehr anspruchsvolle Kundschaft in der Direktvermarktung hat, dann wird man da andere Standards fahren müssen. Das heißt, da muss jeder Betrieb für sich selber auch wieder rausfinden, welchen Standard brauchen wir denn eigentlich tatsächlich? Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist das Thema unnötige Mehrarbeit und die kann man auf jeden Fall vermeiden durch eine klare Prioritätensetzung. Wie setze ich denn das Ganze jetzt überhaupt um? Wir haben jetzt die Methode, die 5S-Methode gehört. Das ist schon mal so ein Leitfaden oder ich würde sagen eine Toolbox, die man verwenden kann. Und wir haben uns die Verschwendungsarten angeschaut. Das heißt, es schärft vielleicht den Blick
für den eigenen Betrieb nochmal? Wo kann ich denn eigentlich hingucken? Wo entsteht Verschwendung im Betrieb überhaupt? Und dann steht natürlich die Frage, ja, okay, und was mache ich jetzt? Wie gehen wir das am besten an? Und die erste Frage ist ja schon mal, von diesen ganzen Punkten, die wir jetzt gehört haben, kann ich ja nicht alles gleichzeitig optimieren. Damit überfordere ich mich total. Und das Ergebnis ist, dass ich ganz viele Baustellen anfange und wahrscheinlich nichts richtig zu Ende bringe. Deswegen ist es total wichtig, für sich im eigenen Kontext, im eigenen Betrieb zu priorisieren. Ich denke zum Beispiel, dass das in vielen Betrieben eben nicht unbedingt das Thema Arbeitswirtschaft ist, also wo kann ich jetzt bei der Gurkenernte irgendwie noch 2 Sekunden pro Handgriff rausholen, sondern dass wir eigentlich bei den 5S erstmal bei der 1 anfangen sollten, also dem Aussortieren. Ich denke auch ein ganz wichtiges Thema für uns alle, wann optimiere ich denn überhaupt? Umfangreichere Veränderungen, wo wir jetzt auch einige angesprochen haben, also zum Beispiel eine Infrastruktur zu verändern, das kann ja richtig viel Aufwand bedeuten. Oder einen Betrieb wirklich durchzustandardisieren, also für alle wichtigen Tätigkeiten Standards zu etablieren. Das ist was, das braucht richtig viel Zeit. Das braucht eine ruhige Situation, in der man nicht irgendwie im Kopf hat, was heute sonst noch alles ansteht. Genau, was jetzt auch schon öfters Thema war, ist das Thema Kommunikation. Ist jetzt natürlich für die Einzelkämpfer unter uns nicht so wichtig, aber sobald man mehr als 2 Leute im Betrieb hat, ist das ein elementarer Punkt. Und ich bin der Meinung, man kann gar nicht zu viel miteinander reden. Und auch dafür braucht es gewisse Standards. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Es braucht immer auch Raum für eigene Lösungen. Ein Standard ist nie ein 100%iger Standard. Also zumindest ist das meine Sichtweise. Auch wenn wir uns auf Standards bei uns im Betrieb geeinigt haben, jeder hat so seine Feinheiten, die er doch anders macht. Und ich finde, das sollte auch so sein. Man hat einfach Vorlieben, mit denen man besser zurechtkommt. Und der Raum dafür, finde ich, sollte da sein. Damit das Ganze erfolgsversprechend ist und einfach auch zu einer schönen Arbeitsumgebung beiträgt, sollte das Ganze gefeiert werden. Also vielleicht am Ende der Saison einfach als Team einen Betriebsausflug machen und sich wirklich mal darüber das freuen, was man alles geschafft hat. Ja, das bringt einfach eine große Motivation, finde ich, und kann ich wirklich nur weiter empfehlen. So. Es ist natürlich nicht so, dass man in einer Saison alles optimiert. Das Ganze ist ein Prozess, der dauert immer an. Wir werden auch in 10 Jahren diesen Prozess immer wieder durchlaufen und auch in 20 Jahren. Genau, aber mittelfristig führt das Ganze wirklich bei uns zu einer sehr, sehr angenehmen Arbeitsumgebung.